In der heutigen Newsfolge geht es um: Fährt die Formel 1 ab 2025 mit Zweitaktmotoren? Startzeiten für 2020 sind bekannt. Ferrari besteht via Crashtest. McLaren Präsentationsdatum bekannt. In 9 Sekunden geht es los. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Wird es in 5 Jahren eine Motorenänderung auf Zweitaktmotoren mit mehr Sound geben? Dieses Gerücht macht zurzeit im Netz die Runde und nein, das ist kein Witz. Dabei soll der neue Motor mit synthetischem Ökotreibstoff betrieben werden, um klimaneutral zu werden. Auch die Flugzeuge, die die Autos von Strecke zu Strecke transportieren, sollen ebenfalls diesen Treibstoff tanken, um den CO2-Anteil deutlich zu verringern. Dadurch wäre der Sport noch mehr umweltfreundlicher. Bis 2030 soll der Treibstoff dann vollsynthetisch werden. Laut Technikchef Pat Simmons wären diese Motoren dann effizienter, ihre Probleme wären nicht mehr so relevant und der Sound würde dann viel besser klingen als die derzeitigen Sechszylinder. Der Plan ist, diese Motoren bis einschließlich 2024 zu behalten und ab 2025 dann auf die Zweitakter umzurüsten. Man muss aber auch dazu sagen, dass der Zweitakter auch Öl mitverbrennt. Synthetische Kraftstoffe sollen verwendet werden, weil man die Umweltverschmutzung dadurch erheblich reduzieren kann und die Kurbelwelle ohne Öl schmieren würde. Die Umdrehungen pro Minute liegen im Bereich zwischen den schreienden V10 und V12 Motoren. Am Freitag hat die Formel 1 die offiziellen Startzeiten der jeweiligen Grand Prix bekannt gegeben. Ein Fragezeichen steht derzeit noch hinter dem Japan Grand Prix. Wenn ich die Zeit weiß, werde ich sie als angepinnten Kommentar unten hereinschreiben. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich kaum etwas geändert. Der Großbritannien Grand Prix startet genauso wie der USA Grand Prix eine Stunde später. Gute Neuigkeiten für Ferrari. Nach Racing Point haben auch sie den Pflicht-Crashtest direkt beim ersten Versuch erfolgreich bestanden. Allerdings ist Alfa Romeo vor 2 Wochen durch den Crashtest durchgefallen. Aktuell gibt es dort noch keine weiteren Infos. Am 13. Februar 2020 präsentiert McLaren im McLaren Technology Center in Woking den Nachfolger des MCL34. Lando Norris hat den Termin in einem Live-Video auf YouTube verraten. Kommen wir zu Mikes Meinung. Also, habe ich das Ganze richtig verstanden? Die Sechszylinder werden ab 2025 abgeschafft und Zweitaktmotoren mit synthetischem Kraftstoff und einer Drehzahl wie in alten Zeiten sollen eingeführt werden? Klingt doch eigentlich ganz gut. Ich meine, man achtet auf die Umwelt und das Motorengeschrei kehrt zurück. Ich bin dabei. Und nun zum Community-Kommentar. Der heutige Community-Kommentar kommt von King Filzy. Er schreibt: Wenn Australien ausfallen sollte, dann fahrt doch als Ersatz nach Hockenheim. Hockenheim ist aber dieses Jahr nicht im Kalender, weil sie keinen Hauptsponsor gefunden haben. Kennst du einen, der mal eben 20 Millionen Euro als Antrittsgage zur Verfügung stellt? Außerdem ist der Rennkalender schon fest. Da wird nichts mehr daran geändert. Und für alle diejenigen von euch, die meinen, man könnte den Grand Prix doch nachholen: Das wird nicht passieren. Genauso wie die Absage des Bahrain Grand Prix 2011 wegen politischer Proteste. Der wurde nicht nachgeholt, der wurde komplett abgesagt. Es ist also möglich, dass der Australien Grand Prix dieses Jahr ausfällt. Wenn ihr mich jetzt noch supporten wollt, like das Video und wer noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann das mit einem Klick auf Abonnieren und auf die Glocke nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.